Wie macht man ein Muscle-Up nach einem Pull-Up bzw. Klimmzug? Heute ist Tag 18 des Calisthenics Adventskalenders und ich werde euch noch 6 Tage in die Welt des Calisthenics entführen. Anstelle von Schokolade gibt es jeden Tag Erklärvideos, Challenges und alles rund um das Thema Calisthenics. Heute zeige ich euch, wie macht man eigentlich ein Muscle-Up nach einem Pull-Up. Denn so leicht ist das Ganze gar nicht. Wenn wir jetzt ein Muscle-Up nach dem Pull-Up machen wollen, dann ist es ganz wichtig, wie wir ziehen. Denn wenn wir jetzt normalen Pull-Up machen würden, dann würden wir hier zur Stange ziehen. Und wenn wir dann wieder runtergehen, wären wir einfach unter der Stange. Das heißt, wir hätten überhaupt keinen Schwung, um in den Muscle-Up zu kommen. Wenn man extrem viel Kraft hat, ist es kein Problem. Dann geht es natürlich auch so. Aber es geht viel, viel einfacher. Und zwar, wenn wir den Schwung so ausnutzen. Das heißt, wir machen den Pull-Up nicht einfach nur hier nach oben und sind dann hier, sondern wir warten den richtigen Moment ab. Und zwar nicht, wenn wir vorne sind, sondern wenn wir hinten sind, ziehen wir uns hoch. Das sieht dann so aus. Wir hängen uns also rein, schwingen ein bisschen mit. Jetzt sind wir vorne, jetzt sind wir hinten, jetzt ziehen wir und dann gehen wir in den Muscle-Up hoch. Habt ihr jetzt gesehen? Wenn wir von hier hinten uns hochziehen und dann runtergehen, zieht uns der Schwung automatisch hier nach vorne. Und dann können wir den Schwung wieder wie beim normalen Muscle-Up mitnehmen, um nach oben zu kommen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel andersrum machen würden, das heißt, wir sind hier vorne, ziehen uns dann hoch, dann sind wir wieder hier und haben überhaupt gar keinen Schwung. Deswegen eine Möglichkeit, um ein Muscle-Up nach dem Pull-Up zu machen. Wir schwingen uns rein, warten auf den richtigen Moment, und zwar wenn wir hinten sind, ziehen uns hoch, nutzen dann den Schwung nach unten mit, um uns dann explosiv nach oben zu ziehen. Ich zeige euch das Ganze nochmal. Und so geht es super easy. Wie gesagt, wenn ihr extrem stark seid, dann könnt ihr das wirklich auch aus jeder Position machen. Das heißt, ihr könnt euch auch ganz normal nach oben ziehen und dann den Muscle-Up machen. Ist dann auch überhaupt gar kein Problem. Aber das ist eine mögliche Technik, um sich das Ganze so ein bisschen zu erleichtern. Probiert es einfach mal aus. Jetzt hast du eine Technik kennengelernt, wie man also einen Muscle-Up nach einem Pull-Up machen kann, in der Hoffnung, dass du das Ganze mal ausprobierst und schaust, ob du das damit hinbekommst. Wenn dir das Video gefallen hat, Kanal abonnieren, Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Tag des Calisthenics Adventskalenders wieder. Macht's gut. Ciao.